Bevor es losgeht, lass doch ein Like da. Und wenn du neu bist, Abo und Glocke nicht vergessen. Und jetzt viel Spaß. Als ich ein Kind war, lebte ich in einem Copy-Paste-Viertel, geschrieben von Like I Did. In letzter Zeit zog mich etwas zurück in die Straße, in der ich als Kind lebte. Eine Straße, die ebenso unspektakulär wie einzigartig war. Die Seelenstraße fühlte sich an wie eine andere Welt, und das liegt daran, dass jedes einzelne Haus in unserer kleinen Nachbarschaft genau gleich aussah. Wir hatten nicht nur alle den gleichen Briefkasten und die gleichen hölzernen Fensterrahmen, sondern ich schwöre, wir hatten sogar die gleiche Art von Blumen in unseren Gärten wachsen. Diese kleinen Häuser, die im gleichen Farbton von dunklem Ozeanblau gestrichen sind, haben eine ganz besondere Architektur. Sie sind alle ziemlich schmal, ragen aber ziemlich hoch in die Höhe, um sicherzustellen, dass immer genügend Platz vorhanden ist, wenn weitere Häuser in der Nachbarschaft hinzugefügt werden. Man würde nie erwarten, dass ein so individueller Stil kopiert wird, aber hier waren sie, 20 identische Häuser. Mit sehr ungleichen Bewohnern, und man würde annehmen, dass in all den pastellgelb gestrichenen Garagen auch das gleiche Auto stand. Aber soweit ich weiß, waren meine Eltern die einzigen, die ein Fahrzeug besaßen. Oder zumindest hatte ich noch nie jemand anderes mit einem gesehen. Zum Glück war unsere Straße nicht der einzige Ort, an dem ich mich aufhielt. Sonst wäre ich vielleicht im Laufe der Jahre wahnsinnig geworden. Unsere Straße lag ziemlich hoch oben auf einem kleinen Hügel mit Blick auf die Stadt, in der ich zur Schule ging, wo wir unser Essen und unsere Kleidung kauften und wo Papa zur Arbeit ging. Ich liebte es, mit dem Fahrrad hinunter in die Stadt zu fahren und fühlte mich mit dem Wind im Rücken unaufhaltsam. Der Weg hinauf nach Hause war jedoch immer eine Qual, vor allem weil ich zählen musste, um unser Haus nicht zu verpassen, wenn ich in unsere Straße einbog. Es war die meiste Zeit das vierte Haus auf der linken Seite. Als ich 6 oder 7 Jahre alt war, hatte ich die brillante Idee, ein kleines Schild aufzuhängen, damit ich wusste, wo ich suchen musste. Oder mit Kreide eine Nummer auf dem Bürgersteig zu malen. Aber jedes Mal, wenn ich zurückkam, um nach unserem Haus zu suchen, waren die Schilder, die ich gemacht hatte, immer weg. Ich glaube, Mama hat sie entfernt, sobald sie eine Veränderung an unserem Copy-Paste-Haus bemerkte. Sie wollte nicht, dass unser Haus neben den Nachbarn heraussticht. Als ich jünger war, habe ich mich immer gefragt, wie meine Eltern unser Haus zwischen all den anderen finden konnten. Besonders, wenn wir nachts von einem Besuch in der Stadt nach Hause kamen. Ich saß dann auf dem Rücksitz des Autos, meine Augen ganz verschlafen und meine Gedanken ungeordnet, als wäre ich gerade in einer anderen Dimension verschluckt worden. Dad bog in unsere Straße ein. Und einen Moment lang hatte ich Angst, dass wir den Weg zurück nicht finden würden. Mit einem unheimlichen Gefühl im Bauch schloss ich die Augen und hoffte, dass Dad mich an den richtigen Ort tragen würde. Wie kann das mein Zuhause sein, wenn ich es nicht einmal erkennen kann, würde eine Stimme in meinem Kopf rufen. Obwohl ich tief im Inneren wusste, dass ich Papa vertrauen konnte, dass er uns an den richtigen Ort bringen würde. Mom hingegen schien manchmal Probleme damit zu haben. Auch wenn sie es uns nie gestehen würde, könnte ich schwören, dass sie mehr als einmal versehentlich durch die gelbe Tür unseres Nachbars von der anderen Straßenseite geschlüpft ist. Ich wusste, dass sie aus Versehen dorthin gegangen sein musste, da sie mich oft belehrt hatte, dass wir niemals einen der Nachbarn in der Seelenstraße besuchen sollten. Für ein Kind ist die Welt noch ziemlich leer. Deine Eltern sagen dir, was richtig und falsch ist, und du hast keine andere Wahl, als ihnen zu glauben,
Meine Mutter wollte nie, dass ich irgendwelche Freunde mit nach Hause bringe. In unserer Straße gab es keine weiteren Kinder, außer dem Baby in Haus 8 auf der rechten Seite. Von Zeit zu Zeit sah ich Mutter und Kind auf der Straße spazieren gehen, und die Mutter lächelte und winkte. Ein paar Mal lud sie mich sogar ins Haus ein und fragte, ob ich auf ihr kleines Mädchen aufpassen wolle, aber ich lehnte immer höflich ab. Wenn ich Freunde treffen wollte, musste ich runter in die Stadt gehen. Papa fuhr mich oft. Ich glaube, er spürte, dass ich mich dort oben ein wenig einsam fühlte. »Ich wette, wir können deine Mutter überreden, dass sie mal einen Freund zu Besuch kommen lässt«, sagte er mit mitfühlender Stimme. »Sie ist nur ein bisschen beschützerisch, aber ich bin mir sicher, dass sie uns nicht ewig allein oben auf dem Hügel bleiben lässt.« Er würde scherzen, aber ich wusste, dass er es auch nicht besonders mochte, dass wir so gut wie nie Besuch bekamen. Die Dinge sollten sich jedoch ändern. Nach einem Ereignis, das ich immer noch nicht richtig begreifen kann. Ich war gerade mit der Schule fertig und normalerweise würden Dad und ich zusammen hinauffahren, aber er steckte länger auf der Arbeit fest und so beschloss ich einen Spaziergang hinauf in unsere Nachbarschaft zu machen. Die Straße ging ziemlich weit hinauf und so war ich etwas erschöpft, als ich das Schild der Selenstraße entdeckte. Ich ging die Straße hinunter und achtete darauf, bis zum vierten Haus zu zählen. Die Tür war nicht verschlossen. »Mutti, ich bin zu Hause«, rief ich. Sie reagierte nicht und einen Moment lang hatte ich etwas Angst, dass sie unser Haus wieder verwechselt hatte, dass sie in der Wohnung der lächelnden Frau von der anderen Straßenseite war. Aber als ich den Jungen entdeckte, der im Türrahmen zum Garten stand, der genauso aussah wie der unsere, wurde mir klar, dass ich derjenige war, der im falschen Haus stand. »Bist du der Junge, der nebenan wohnt?«, fragte der blasse Junge mit den Sommersprossen. Ich nickte. »Ja, ich bin Felix. Bist du neu hier?« »Klar, Papa und ich.« »Joshua, der Junge wohnt nicht wirklich nebenan. Ihr Haus lässt es nur so aussehen.« Die Stimme eines Mannes unterbrach uns. Ich nehme an, es war der Vater des Jungen namens Joshua. »Ach nein«, Joshua sagte mit einem enttäuschten Gesichtsausdruck. »Du hast gesagt, ich würde hier Freunde finden, Papa. Das ist nicht fair.« »Naja, vielleicht kannst du Felix deine Schaukel im Garten zeigen. Und wenn es ihm gefällt, kann er bleiben.« Ich war mir nicht sicher, was ich dazu sagen sollte. Ich wusste, dass Mama es sicher nicht gutheißen würde, wenn ich hier wäre. Aber andererseits waren es unsere Nachbarn. Und Joshua schien wirklich nett zu sein. Der Rest dieses Nachmittags ist verschwommen. Ich weiß, dass ich Joshua in ihren Garten gefolgt bin. Draußen stand derselbe große Baum wie in unserem Garten. Und ich entdeckte etwas, von dem ich annahm, dass es ihre Schaukel war. Ich bin mir nicht sicher, wie es passiert ist, aber irgendwie muss ich in dem Seil der Schaukel hängen geblieben sein. Das Letzte, woran ich mich erinnere, war Joshuas Lächeln, aber als ich aufwachte und kaum noch atmen konnte, hörte ich die Schreie und das Rufen meiner Eltern. Dad holte mich ab und wir fuhren ins Krankenhaus. Tagelang war mein Hals ganz rot und blau und schmerzhaft. Als wir aus dem Krankenhaus nach Hause kamen, war Papa so wütend, wie ich ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Ich wollte ihm erklären, dass es nicht meine Schuld war, dass ich die falsche Anzahl von Häusern gezählt hatte, aber meine Eltern wollten nicht zuhören. Stattdessen wurde ich in mein Zimmer geschickt. Das Ohr gegen die Tür gepresst, hörte ich ihn stundenlang beim Streiten zu. »Ich habe diese verrückte Monstrosität von einem Haus für dich gebaut. Ich habe es versucht, das habe ich wirklich. Aber ich kann das nicht länger tun. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig für mich und schon gar nicht für Felix.« »Ich liebe dich, Georg, aber ich kann nicht gehen, das weißt du. Es tut mir leid.« Meine Mutter sagt es mit zitternder Stimme. »Doch, du kannst. Und das solltest du auch.
Du musst loslassen, Myron. Ich konnte nicht hören, was sie als nächstes sagte. Aber in dieser Nacht kam meine Mutter in mein Zimmer, ihre Augen ganz schwarz von den Tränen. Ich dachte, sie würde mich bitten zu bleiben oder versuchen, es zu erklären. Aber alles, was sie tat, war mir zu sagen, ich solle mit Papa gehen, dass ich zu Besuch kommen könnte, wenn ich älter bin. Mein Vater war kein emotionaler Mann und wir sprachen nie viel über Gefühle. Ich wusste, dass er es verachtete, über unser altes Zuhause in der Selenstraße zu sprechen. Ich kannte den Schmerz, den er empfand, wenn er an meine Mutter dachte, zu denen wir den Kontakt fast völlig verloren hatten. Aber ich war inzwischen 18, alt genug, um selbst zu entscheiden, ob ich meiner Mutter verzeihen wollte, dass sie ein Haus über mich gestellt hatte. Ich wusste, dass es Zeit war, zurückzugehen. Aber bevor ich das tun konnte, musste ich mit meinem Vater über die Nacht sprechen, die wir zu vergessen versuchten. Die Nacht, in der ich das falsche Haus besuchte. Ich war jetzt älter und verstand, dass das, was in jener Nacht geschah, kein Unfall war. Dad und ich frühstückten in der Küche, als ich ihm von meinen Plänen erzählte, unsere alte Heimatstadt zu besuchen und Mom zu sehen. Er sah zwar verletzt aus, aber ich konnte auch erkennen, dass er es verstand. Er war sogar ziemlich mitfühlend, bis ich die Nacht erwähnte. Ich weiß, wir hätten schon vor Jahren darüber reden sollen, dich zu einem Therapeuten zu schicken. Aber nicht mit dir darüber zu sprechen, war feige. Du warst noch so jung. Ich hätte nie voraussehen können, dass die Einsamkeit dich zu solchen Maßnahmen zwingen würde. Papa hatte plötzlich Tränen in den Augen. Was redest du da? Ich hatte andere Freunde. Ich war nicht einsam. Es war nur schön, plötzlich ein Kind in meinem Alter nebenan wohnen zu haben. Ich weiß, ich hätte nicht in Joshas Haus gehen sollen. Aber du weißt, dass das wahrscheinlich nicht passiert wäre, wenn wir eine verdammte Nummer an unserem Haus hätten, sagte ich halb im Scherz. Joshua, Felix, ich dachte, wir hätten dir klargemacht, dass es keinen Joshua gibt. Ja, ich weiß. Ich schätze, sie mussten gehen, nachdem was passiert ist. Dads Augen weiteten sich. Felix, was ist dir los? Du klingst fast wie deine Mutter. Es hat nie einen Jungen namens Joshua gegeben, der neben uns gewohnt hat. Niemand hat neben uns gewohnt. Das war das ganze Thema. Deine Mutter wollte ein Haus auf dem Hügel haben und die Einsamkeit hat sie langsam verrückt gemacht. Anscheinend hat das auf dich abgefärbt. Was zum Teufel, Dad? Was meinst du? Ich lachte nervös. Es gab ungefähr 20 Häuser, die genau wie unseres aussahen. Die blauen Häuser mit den gelben Garagen. Das ist nicht lustig, Dad. Dad legte einen Arm auf meine Schulter. Junge, ich kann dir versichern, dass es kein anderes Haus wie unseres gab. Deine Mutter hat das Konzept des Hauses selbst gezeichnet. Wir haben es für sie gebaut, weil es ihr Traumhaus war. Sie war so untröstlich, nachdem ihre Mutter gestorben war, dass ich dachte, nichts könnte sie jemals wieder glücklich machen, bis wir das Haus auf dem Hügel gebaut haben. Für den Bruchteil einer Sekunde lächelte er. Ich konnte es akzeptieren, dort oben in der Einsamkeit zu sein, mit all ihren seltsamen Verhaltensweisen, sogar ohne Besucher. Aber als du versucht hast, dich in diesem Hinterhof umzubringen und sie immer noch nicht gehen wollte, ich konnte es einfach nicht ertragen. Ich wusste, dass Mom sehr jung war, als Oma starb. Ich hatte nie die Chance, sie kennenzulernen. Plötzlich machte es Sinn, wie mein Vater immer lachte, wenn ich mit ihm über die vielen Häuser in unserer Straße sprach. Er dachte, ich sei sarkastisch in einer Zeit, in der ich nicht einmal wusste, was das bedeutet. Aber meine Mutter sprach oft mit mir über die Nachbarn. Sie hat sie auch gesehen. Und sie versuchte, mich vor ihnen zu schützen. Mama hat kein Haus gezeichnet, das sie erfunden hat. Sie hat etwas gezeichnet, das sie gesehen hat. Und das ich sah.
Meine Erinnerung an diese Lennstraße war verschwommen, aber irgendwie gleichzeitig kristallklar. Ich wusste, dass es einen Grund geben musste, warum meine Mom diesen Ort nie verlassen wollte. Und ich war dabei, herauszufinden, warum. Mit einem Knoten in dem Magen fuhr ich den kleinen Hügel hinauf, der zur Zellenstraße führte. Als ich in die Straße einfuhr, konnte ich bereits die Reihe der blauen Häuser erkennen, genauso wie ich sie in Erinnerung hatte. Ich versuchte, die Häuser auf der linken Seite der Straße zu zählen, aber ich konnte nicht sagen, welches unseres war. So viele Jahre waren vergangen, aber sie sahen alle noch genau so aus. Und dann schaute ich auf die rechte Straßenseite, und da war sie. Meine Mutter. Ihr Haar hatte jetzt mehr graue Strähnen, und ihr Gesicht hatte Falten, aber ihr Lächeln war noch genauso warm und ihr Gesicht genauso liebevoll. Sie saß auf der Veranda neben der Frau, die sie besuchte, als wir jünger waren. Mom war sicherlich gealtert, aber die andere Frau sah genauso aus wie damals. Mir war noch nie aufgefallen, wie ähnlich sie meiner Mutter sah. »Felix?« flüsterte Mom. Sie stand von der Veranda auf, sah aber zögernd aus. Ihre Hände zitterten. In diesem Moment wollte ich schreien. Sie anschreien, weil sie mich verlassen hatte. Aber als ich ihre tränengefüllten Augen sah, konnte ich nicht anders als in ihre Arme laufen, wie ich es als Kind immer getan hatte. Unser Haus mochte in den Augen der anderen das einzig echte in der Straße sein, aber Mama und ich wussten, dass dieses Haus die einzige Kopie war, das Nachahmungshaus. Wir waren nicht dazu bestimmt, dort zu leben. Die Selenstraße war ein Ort für verlorene Seelen. Ich nehme an, als Mama erkannte, dass Oma dort in einem der blauen Häuser festsaß, dachte sie, sie könnte die Nachbarschaft austricksen, wenn sie einfach ein Haus wie ihres baute. Und so lebten wir in einer Straße, die es gar nicht gab, in einer Nachbarschaft, die nur Mama und ich sehen konnten. Sie traf vor all den Jahren eine Entscheidung, um zu bleiben und die Seele ihrer Mutter zu schützen. Jetzt denke ich, dass sie es verdient, jemanden zu haben, der ihr bei dieser Aufgabe hilft. Joshua und sein Vater wohnen immer noch auf der anderen Straßenseite. Die Frau und ihr kleines Mädchen gehen immer noch die Straße entlang, spazieren. Die Oma sitzt auf ihrer Veranda und lächelt, freundlich warm. Manchmal fällt es schwer, unser Zuhause nicht mit dem der anderen zu verwechseln. Vor allem, weil die Nachbarschaft im Laufe der Jahre gewachsen ist. Es macht mir nichts aus. Ich muss nur besonders aufpassen, dass ich kein Haus besuche, das nicht unser Copy-Paste-Haus ist.